Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich darf einfach sagen, ich bin wirklich stolz. Ich bin wirklich stolz, dass wir jetzt hier heute stehen und das hingebracht haben, in erster Lesung über das Open-Data-Gesetz zu verhandeln. Und das ist ein großer Erfolg, weil der Weg auch lang gewesen ist. Und lieber Kollege von Notz, trotz der ein oder anderen kritischen Einlassung darf ich aber auch an Sie ein Dankeschön sagen. In der Enquete-Kommission der letzten Periode haben Sie die Gruppe Demokratie und Staat geleitet und maßgeblich an diesem Thema anhand von 10 Kriterien Vorgaben gemacht, von denen ich glaube, dass wir diese 10 Kriterien auch alle erfüllen. Und über die Frage, ob hier mehr geht, hat der Kollege Hartmann schon eine Menge gesagt, dem ich heute im Gegensatz zu seinen Ausführungen von gestern durchgehend zustimmen kann. Und aus diesem Grunde kann ich also nur sagen, da geht sicherlich noch was im Verfahren. Aber worüber reden wir hier heute eigentlich? Und weshalb bin ich auch so stolz? Meine Damen und Herren, wenn wir in Deutschland über eine Internetinfrastruktur denken, dann fällt den Deutschen häufig erstmal Hardware ein. In Hardware sind wir einfach gut, über Breitbandkabel, über Mobilfunksender, über Satellitenverbindungen. Aber der vielleicht wichtigere Infrastrukturrahmen heute sind die Daten. Ohne Daten funktioniert das Internet nicht. Und derjenige, der die Daten hat und mit den Daten arbeiten kann, der ist der Innovationsführer und dem folgt am Ende alles bis hin zu den Arbeitsplätzen, was mit da dran hängt. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir hier den Einstieg machen, zu sagen, auch die Daten des Staates sind ein großer Schatz, ein Schatz für Innovation und ein Schatz für Wirtschaft. Und deshalb ist das Thema Open Data auch ein wirtschaftspolitisches Thema. Und ich habe in unserer Ausschusssitzung am Mittwoch schon gesagt, und das adressiere ich an die Wirtschaftsministerin, wenn in dem ganzen Weißbuch zu digitalen Plattformen nur ein einziger Satz sich dem Thema Open Data widmet, ist das zumindest im Wirtschaftsministerium noch nicht so verstanden worden, wie es notwendig wäre. Und deshalb ist das auch die Bitte hier heute und die Aufforderung, dass das Thema auch ein Thema des Wirtschaftsministeriums werden muss, von ganz entscheidender Bedeutung. Und Sie finden im Gesetzentwurf ja die ganzen verschiedenen Zahlen, welchen volkswirtschaftlichen Nutzen das Ganze leistet. Nicht zuletzt hat die Konrad-Adenauer-Stiftung, der ich auch danke, für ihre wertvolle Studie, mit der sie die wirtschaftlichen Auswirkungen auch untersucht hat, herausgestellt, dass Open Data zu 40.000 neuen Arbeitsplätzen in Deutschland führen kann. Und natürlich ist das so, wenn wir jetzt in unsere Wahlkreise zurückkehren am Wochenende und den Leuten im Bierzelt erzählen wollen, wir machen jetzt ein Open Data Gesetz, dass da wahrscheinlich nicht die Emotion unter die Decke kocht und alle schreien, jawohl, das ist es. Aber meine Damen und Herren, 10 solche Gesetze, 500.000 Arbeitsplätze und die Frage, ob wir am Ende die Tür aufmachen für Populisten, die dann irgendwann kommen und sagen, guckt euch mal diese wirtschaftspolitischen Leistungen an und dann vollkommen falsche Rezepte propagieren wie Protektionismus und andere Dinge. Und deshalb ist das ein so wichtiger Bestandteil und eine so wichtige Initiative für die Innovationsfähigkeit und für den Arbeitsmarkt in Deutschland. Und an dieser Stelle ist es, glaube ich, auch gut, mal diejenigen zu loben, die hier auch schon, bevor wir jetzt dieses Gesetz machen, doch vieles hingebracht haben. Das ist vor allem auch der Bundesverkehrsminister, der mit seiner M-Cloud schon eine sehr umfangreiche Open-Data-Initiative gestartet hat und da eine gute Plattform bereitgestellt hat, der auch die Deutsche Bahn angetrieben hat, die mit Hackathons und einer eigenen Open-Data-Plattform hier vorbildlich sind. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass die Nahverkehrsunternehmen hier aber massiv zurückliegen und ebenfalls Open-Data-Plattformen machen sollten. Und das wird auch das Thema sein, was wir in der nächsten Periode fortführen müssen. Die Frage nicht nur, ob da die unmittelbaren Bundesbehörden beteiligt sind, sondern was ist eigentlich mit den Ländern und mit den Kommunen und mit den Nahverkehrsbetrieben und mit all denen, wo solche Datenschätze liegen, die müssen geöffnet werden. Und nicht zum Schluss ist es ein Thema, mit dem wir auch eine Menge Geld sparen können. Denn wir haben uns bei Open Data ist Großbritannien Vorreiter, zumindest noch, solange sie Mitglied der Europäischen Union sind innerhalb dieser. Und wir haben uns Leute aus der britischen Regierung eingeladen, die uns erklärt haben, dass der wichtigste Treiber inzwischen in Großbritannien für Open Data der Finanzminister ist.
weil er da Milliarden Einsparungen hat. Denn das Kuriose in der öffentlichen Verwaltung ist, dass die eine Behörde gar nicht weiß, was die andere Behörde alles an Daten hat. Und genau durch diese Open-Data-Initiative auf einmal der eine sieht, was der andere hat und die Daten nicht neu erstellt. Und ich weiß, dass Jens Spahn auch ein großer Befürworter dieser Themen ist. Und deshalb freue ich mich darauf, an dem Thema weiterzuarbeiten. Ich freue mich sehr, dass wir an diesem Punkt hier heute sind, und auf die weitere Beratung. Und ich danke Ihnen. Lieber Kollege.